Meine Mutter hat mir verboten, Spiele zu spielen, die so lootig sind. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbob 42, spielen Aquanox Deep Descent. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Aquanox Deep Descent und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch alle weiteren Folgen auf diesem Kanal nicht mehr verpasst. Wir haben neue Knarren bekommen und müssen jetzt diese Knarren auch ausprobieren. Das ist doch die Mission, oder? Schon so? Das ist doch die Mission. Die Herausforderer steht genau. Hier. So, ich muss mal kurz, wie wechsle ich die? Wenn das alles vorbei ist, wohin gehen wir dann? Wie meinen Sie das? Wir haben keine Fraktion. Die Allianz, die IPF, die Hohe See, das sind alles Fremde für uns. Falls wir all das hier überleben sollten, wo sollen wir hin? Was für ein Leben gibt es für uns in Aqua? Hat es Sie je zu einer Fraktion hingezogen? Oder machen Sie schon immer Ihr eigenes Ding? So einfach ist das nicht, Kaelin. Man hat nicht immer die Wahl. Stimmt, ich wollte Leslie finden, ja. Doch die Gesetze dieser Welt verboten es mir, Hilfe zu suchen. Sie machten ein direktes Vorgehen unmöglich. Um meine Frau zu finden, musste ich Dinge tun, auf die ich nicht stolz bin. Für die ich mich schäme. Aber würde ich es wieder tun, ohne eine Sekunde zu zögern? Ich kann Ihnen keine Antwort geben, Kaelin. Denn es gibt keine. Es gibt keinen Ort für Leute wie uns. Sie haben recht. Wir sind Fremde hier. Und das werden wir immer bleiben. Das trägt nicht gerade zu meiner Beruhigung bei, Okabe. Aber trotzdem danke. Sie machen Scherze. Sie reden, als würde ich sie nicht verstehen. Als wäre ich immer nur ernst. Doch bald werden sie es erkennen. Bald wird sich auch diese Welt verändern. Hat der okay. Was vor? Wer weiß das schon? Ne, ich wette, er hat voll was vor. Ich wette, er ist auch irgendwie der Bösewicht. Wir haben auf jeden Fall vor, jetzt zur Challenger-Station zu fliegen, schwimmen, fliegen, reisen, uns zu teleportieren. Was für, machen wir hier die, genau? Für die Leute, die einfach schon von Anfang an dabei sind, da waren wir an Schleichfahrt schon mal. Cryos, oh. Ich bin's, euer Nemo. Oh ja! Sie? Wir sind zurzeit ziemlich beschäftigt. Geil. Jetzt wird's richtig nice. Ich könnte eure Hilfe bei einer Sache gebrauchen. Jetzt hör genau zu. Wenn es wieder um diese verfluchte Kreatur geht. Oh nein. Eine Aufgabe vollkommen anderer Art. Ein Kind wird vermisst. Ihr müsst ihn für mich finden. Ein Kind? Was für ein Kind? Mein Mündel. Ein undankbares Gör, das beschlossen hat, dass es auf mein Schiff und meine Ausbildung pfeift. Können Sie es ihm verdenken? Was immer ihr über mich denkt. Das Kind wird in dieser Welt keine 2 Sekunden überleben. Zumindest nicht da, wo er jetzt ist. Wenn ihr ihn nicht findet, endet er binnen einer Woche als Sklave der Hohen See oder als Drohne der Bionik. Ich schicke euch jetzt seine Koordinaten. Wenn ihr dorthin fahrt, bitte, bringt ihn sicher nach Hause. Klingt, als würden Sie sich fast Sorgen um ihn machen. Er ist für mich wie mein eigener Sohn. Wenn ihr das tut, werde ich euch hoch belohnen. Okay. Okay. Dann machen wir das mal. Ich bin dafür, dass wir diese Mission zuerst starten. Alles klar. Ich muss schnell die Kamera gehen. Dead Eye! Ich wusste es! Ah. Also spielt das zeitlich vor Schleichfahrt? Also sagen, sagen wir mal erstmal ja. Sagen wir erstmal ja. Okay. Oh Gott, ey, ich bin gespannt. Ich hab richtig Bock darauf, dass das endlich die Verbindung zu Schleichfahrt. Dass es irgendwo eingeordnet werden kann? Ja. Mann, ey, ich vermisse Dead Eye Flint. Ja, der war schon cool. Ganz ehrlich, die Dialoge mit ihm, das war einfach. Ah, es war einfach echt ja, obwohl, cool. Obwohl ich in Aquanox Harper fand ich aber auch gut. Na was? Scheiß doch. Ja, ja, war echt. Stimmt. Ja, nee, es hat schon Spaß gemacht.
Und diese, aber das ist halt das Problem an diesen Charakteren hier, die sind mir halt völlig egal. So, warte, hier ist mal überall Loot. Ja, ah. Schon so. Es ist halt. Achso, ja, Mann, mach du. Ich komm hin. Wie gesagt, bei mir bringt das ja nicht wirklich was. Das ist absolut richtig. Ja, ist auch irgendwie blöd gelöst, muss man sagen. Das stimmt. Also, weil, ich bin kein Programmierer, aber es muss ja die Möglichkeit geben, dass quasi in der Datei, die der Host ja dann hat, ne, also dein Spielstand, ja, muss ja irgendwie die Informationen aufnehmen können, wie weit ein Mitspieler war. Der Stardew Valley kriegst du auch hin. Hier ist Kaelin von der Tupilak. Also, bitte Anlegeerlaubnis. Captain O'Cabell's Ship, dann mal herein. Willkommen auf der Challenger. Nein. Nee. Da wollen wir noch gar nicht hin. Wir wollen Dead Eye. Genau, Dead Eye wollen wir. Das ist aber mein Ei. Wow. Entschuldigung. So, irgendwo hier soll auch noch Loot sein. Hier ist überall Loot. Wenn ich das jetzt immer alles alleine machen muss, dann dauert das aber. Ja. Okay. Dann beschwer dich nicht, wenn die Folgen so lang gehen. Nee, ich sorg schon dafür, dass die kurz bleiben. Hier, du musst zu mir. Zu mir. Mach ich doch, ich verfolge gerade den. Nein. Nein, zu mir sollst du. Hier ist noch Loot. Zweimal noch. Achso. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Achso, du siehst mich durch die ganzen Icons nicht. Ja, sind viel zu viel. Jetzt müsstest du mich sehen. Ja. Darfst du. Hier in dem U-Boot. Oder ist es überhaupt ein U-Boot? Nee, ist ein normales Boot. Au. Oh, Tauster, hättest du auch einfach jetzt einsammeln können. Noch irgendwas hier drin? Nee. Au. Nö. Hui. So. Oh Gott, ey. Wo sagt er wohl so weit? Da. Da muss man lang. Jetzt irgendwie da. Hier runter, genau. Da sehe ich noch mehr Loot. Ja, natürlich ist da noch mehr Loot. Und die Hazard ist übrigens ziemlich cool. Ich habe die jetzt schon ein, zwei Mal abgeschossen und muss sagen, ja. Die fetzt. Die macht schon Bock. Aber mein Favorit ist und bleibt die Chart. Ja, die Chart ist auch richtig gut. Ich meine, damit ist einfach alles One-Shot. Nein, oh. Was denn? Mann, ich schalte immer an der erweiterten Chart vorbei. Du sollst so. Hier mal lieber looten. Mach ich doch. Ich muss hier lang oder so. Nee, du sollst ja. Hier hin. Hier ist doch noch mach was. Ich? Ja, ich komm doch. Ich bin doch direkt hinter dir. Wirklich, ey. Ah! Hör auf mich zu blenden. Ah, da hinten sehe ich schon den nächsten Loot. Na, dann ist ja gut. Loot. Loot ist gut. Und mehr Loot ist mehr gut. Hat Konfuzius schon gesagt. Oh, was ist das? Echt? Oh, die haben damals Explosion! Bam! So? Ja, genau. Hui. Oh ja, das sieht nach einer großen Kiste aus. Zeig mir die große Kiste. Was haben wir drin? Senker. Senker? Ich finde es übrigens komisch. Chevchenko. Die Anna Zhang, also die wird ja Zhang genannt. So, das ist doch aber völlig offensichtlich chinesisch und müsste doch eigentlich Anna Chang sein, oder? Sang. Echt, ist ZH, ist das nicht ein Sch, also ein SCH-Laut? Also ich bin mir nicht sicher, aber ich finde halt, dass. Also wenn dann finde ich es halt komisch und irgendwie doof, dass man das so verwestlicht, sage ich mal. Also wenn ich jetzt, also dass das sowieso alles immer amerikanisch ausgesprochen wird oder so englisch, ist ja sowieso Quatsch. Also das habe ich auch noch nie verstanden. Wie soll ich denn da unten das Loot holen? Achso, da ist gerade kein Nanoplankton. Gut.
Habe ich mich gestern erst wieder mit einer Freundin drüber unterhalten, weil ich das total nicht verstehe, dass eben Städtenamen in anderen Ländern andere Namen haben. Weißt du? Ja, das ist echt seltsam. Weil das ergibt doch voll keinen Sinn. Der Name hat doch schon, die Stadt hat doch schon einen Namen. Dann lass das doch einfach so. Der Friedhof. Ein Elefantenfriedhof. Boah, cool. Blut. Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Ha. Oh mein Gott, hier ist richtig viel Loot am Start. Oh Gott. Ach, und die Kiste hier geht nicht kaputt, oder was? Nee. Die kann man noch nicht looten. Oh Gott, ey. Das dauert ja jetzt einfach ewig hier alles. Schon ein bisschen. Schon ein bisschen, so, ne? Deswegen kann ich das doch alles gar nicht einsammeln. Hey, klar. Hier hast du noch was vergessen. Oh, ja, da habe ich was. Ich merk's schon. Also, quasi, wenn du da fertig bist, dann fahr ich dir hinterher. Nee, ich kann's auch nicht einsammeln. Tudum. So. So nah braucht manchmal ein bisschen, um hinterher zu kommen. Echt? Habe ich so das Gefühl, ja. So, hier das nächste. Hier wieder runter. War hier nicht noch was? Nee, da. Hier drüben. Da hier auch drüben. Noch, Alter. Vorsicht, Nanoplankton, Nanoplankton. Ja, ich sehe es schon. Autsch. Ich sterbe, du Idiot. Ja, ich sterbe wirklich, du Idiot. Mann! So. Aber ist ja nicht schlimm, weil ist ja direkt der Friedhof. So. Bin ich dann hier gleich wiedergeboren? Nee, so wie bei aber bist halt dann Warcraft schon auf dem Friedhof. Achso. Achso, was sagt er denn, wo wir so lang sollen? Da lang. Warte mal, wo ist hier das? Ich bin doch gar nicht im Nanoplankton-Feld. Das ist voll die Lüge, ey. Echt mal, ich schwöre auf alles. Gestern im Zug, ey. Bei irgendeiner Haltestelle kommen so Leute rein, wie die das nun mal so machen. Und da waren auch so zwei jüngere, weiß ich nicht, so Anfang 20-jährige Mädels kamen dann irgendwie so rein und der Zug war halt relativ voll und dann kamen die so, meine so, hey, ich schwöre auf meine Mutter, hier ist gar kein Platz mehr. Ich dachte so, was hat denn jetzt seine Mutter damit zu tun? Ach, ich liebe es, wie wir einfach alt werden und solche, so richtig alt solche werden. Solche Sachen irgendwie als lustig oder irgendwie so abtun und für die ist das halt so voll die Normalität und normales Jugendsprech. Ja, aber warum sollte man das so sagen? Ich verstehe das nicht. Ich hinterfrag sowas gar nicht. Ja, besser wär's, oder? Ich schwöre also auf meine Mutter, hier ist kein Platz. Ja. Also ich meine, es ist einfach nur ein Stilmittel, so, ne? Also ja, aber du kannst doch einfach sagen, hier ist kein Platz. Ich schwöre, hier ist kein Platz. Okay. Blinderde. Wir reisen nach Blinderde. Blinderde, jetzt muss ich erstmal auf der Karte gucken, okay. Wo das hier ist. Nemo hat gesagt, dass der Junge hier irgendwo gesehen wurde. Auf jeden Fall hat der Ach, Junge echt viel. Wir sind einfach im Südostpazifik. Ja, okay. Ich schwör auf meine Mutter, das ist voll weit weg. Wenn du auf die Karte guckst, kannst du mit dem Scrollrad auch rauszoomen, ne? Dann siehst du, wo auf der Erde wir so sind. Ach, echt? Oder habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja. Ei! Ach so, krass. Das sind die verschiedenen Gebiete. Ach so. Ich hab Loot gefunden. Wo bist du? Ich musste mir kurz die Karte angucken. Nein, wo bist aber du? Wo bist du? Ich bin direkt zum ersten Loot, den ich hier gesehen habe, nachdem ich durchs Tor bin. Den habe ich doch schon längst weggemacht. Nee. Du, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Und hier ist, Alter, ist hier nochmal viel Loot.
Ey, was für eine lootige Folge. Hä, aber... Ist das Spiel blutig? Nein, es ist lootig. Ich weiß nicht, wo du bist. Hä, du bist... Ach so, du bist dahin. Gut, dass Dead Eye direkt neben uns war. Echt? Ja. Wenn du auf die Karte guckst, müsstest du ihn noch sehen, oder? Ich komm mal zurück. Meine Mutter hat mir verboten, Spiele zu spielen, die so lootig sind. Da sind nochmal zwei Loots. Ja, ich geh erstmal zu Flint. Hier sind voll, Osterinselköpfe. Hey, echt? Bum-Bum. Hast du Gum-Gum? Hä? Hä, wo? Ach, da! Oh! Hey, Dum-Dum, gib mir Gum-Gum. Ich mag den Film. Schade, dass man nicht so... Hey, Kleiner, wir sollen dich nach Hause bringen. Ich habe kein Zuhause. Wir haben etwas anderes gehört. Was machst du überhaupt hier draußen? Hast du einen Namen? Emerald Flint. Und ich will etwas Geschichte erleben. Welche Geschichte? In der Nähe gibt es Statuen. Riesengroße Steinköpfe aus der alten Welt. Ich dachte mir, die könnten etwas wert sein. Du bist hier wegen Geld? Kleiner, hast du eine Ahnung, wie gefährlich es hier ist? Nennen Sie mich nicht Kleiner. Ich fahre zu den Köpfen und dann wieder zurück zu Nemo. Wollen Sie mitkommen? Dann kommen Sie und jammern Sie nicht rum. Wow, er ist etwas aggressiv für sein Alter, oder? Fahren wir einfach los. Fährt er jetzt vor oder fährt er mir nach? Er soll eigentlich vorfahren. Erreiche die alte Weltmonumente, steht da. Ja, aber erst hier ist noch Loot. Hier ist Loot. Schnapp dir den Loot. Was schnapp ihn dir. Ja, ich komme ja schon. Dieser Loot? Okay. So. Da drüben. Ah, okay, da drüben wird angezeigt. Hier ist noch mehr Loot. Ja, ist ja okay. Loot sie dir alle. Der Loot bremst uns voll aus. Ist mal ganz ehrlich. Okay. Wird doch keiner machen. So. Die ganze Zeit looten. Schon wieder was. Sammel du das ein. Ah, ja. Das ist gut. Dann beschwer dich aber nicht wieder. Mach ich nicht. Wenn ich mehr Sauerstoff und Eisen habe als du. Ja, ich kauf mir das Zeug einfach. Okay. So, da unten ist noch mehr. Guck mal, hier so. Ja, hier. Nee. Nee. So. Oh, hier in der Satellitenschüssel ist der Loot? Ja, das war voll cool. Nice. So, da ist noch eine Satellitenschüssel. Da sind sie. Geben Sie mir ein paar Minuten, um sie zu scannen. Was hat Flint eigentlich für ein Schiff? Wie bist du eigentlich bei Nemo gelandet? Nemo? Flint? Mehr oder weniger. Er lehrt mich zumindest etwas von dem, was er weiß. Wo sind deine Eltern? Deine richtigen Eltern, meine ich. Ich weiß es nicht und es ist mir egal. Sie haben mich verlassen oder sind tot. Das macht keinen Unterschied. Nemo hat mich erwischt, als ich auf seinem Schiff etwas klauen wollte. Er war wohl beeindruckt. Er wirkt nicht wie der Typ Mensch, der leicht zu beeindrucken ist. Ich bin hier fast fertig. Ich... Biontenpatrouille. Vorsicht! Komm hinter uns, Kleiner. Den Teufel werde ich tun. Beschützt ihn, er ist total verrückt. Oh ja, das ist er. Oh, das ist er wirklich. Wow, du und deine Wumme, man könnte dich Dead Eye nennen. Dead Eye, das gefällt mir. Ho, 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 ho. Komm schon, Flint, bringen wir dich zurück zu Nemos Schiff. Er ist krank vor Sorge um dich. Also, sofern er fähig sein sollte, sich zu sorgen. Ich glaube, da gibt's jetzt quasi einen kleinen Fehler, weil ich meine, dass in Schleichfahrt erklärt wurde, warum er Deadeye als Spitznamen hat.
Also, ja, dass er das aus irgendeinem Gefecht hat. Ja, glaube ich auch, mich so zu erinnern. Aber das ist ja hier eine Neuauflage. Das stimmt. Deswegen meinte ich vorhin, deswegen meinte ich das vorhin, dass so, ne, mit dem Einordnen und hier und dass es vor Schleichfahrt spielt, ist halt schwierig zu sagen, weil. Ja. Alter, was ist das? Achso. Was? Wo? Nemo. Oh Gott. Na, hallo Nemo. Oh, ich hab mich. Hey. Vielleicht habe ich mich ein bisschen erschreckt, okay? Kann ich den abschießen? Soll ich jetzt? Können wir jetzt bei ihm anlegen oder? Weiß ich nicht. Ja. Also sollen wir schon? Ich kann bei ihm anlegen. Habe ich auch gemacht. Ja, wir müssen auch reden hier. Okay. Ah. Vielen Dank, Kryos. Hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Nemo, meinen Sie, dass es im Interesse des Jungen ist, ihn hier zu behalten? Kann er hier eine normale Kindheit haben? Ihr seid neu in dieser Welt, Kryos. So etwas wie eine normale Kindheit gibt es nicht. Nicht mehr. Und Emerald Flint ist ziemlich speziell. Habt ihr je vom archimedischen Punkt gehört? Ja, sicher. Klär uns bitte auf, Fedor. Der archimedische Punkt ist ein philosophisches Ideal. Ein Weg, sich so vollständig von dem Objekt seiner Studien zu lösen, dass man es in seiner Gesamtheit ohne subjektive Einflüsse in Bezug auf die ganze Welt betrachten kann. Was hat das mit dem Jungen zu tun? Ich habe lange genug gelebt, um an mehreren Orten zu existieren. Wenn ihr mich jetzt tötet, wache ich irgendwo anders wieder auf. Die Naniten in mir, sie ermöglichen meinem Bewusstsein, den Tod zu überleben, so wie bei den Bionten. Sie erlauben mir, die Welt von einer höheren Stufe aus wahrzunehmen, aber mit intakten Emotionen. Vollkommen menschlich. Alles klar, Tom Riddle. Sido kam nicht ähnlich, die Brücke zu verlassen. Hier stimmt etwas nicht. Ich sehe die Wege, die jede Partei einschlägt. Die Ordnung der Geschichte. Wie sich die Dinge entwickeln. Und an diesem Punkt sehe ich eine Dynastie, die 1000 Jahre überdauern wird. Dieser Junge, dieser Dead Eye, wie ihr ihn nennt, ganz Aqua, wird von seiner Geschichte überschattet. Er wird uns alle retten, wenn er die richtige Führung erhält. Sie meinen, er ist so eine Art Messias? Nein, ganz und gar nicht. Nur, dass er die Geschichte prägen wird, ebenso wie ihr. Vor dem Ende muss ich noch Orte aufsuchen, Dinge erledigen. Entschuldigt mich, Kryos. Ihr müsst eure eigene Reise fortsetzen. Aber viel Glück. Wir alle zählen auf euch, wisst ihr? Worauf zählen Sie? Was meinen Sie damit? Na los, Nabila, wir müssen. Der Kerl spricht doch immer nur in Rätseln. Wir haben Drohnen freigeschaltet. Und weißt du was? Eigentlich würde ich ihm auch zustimmen, also Nemo, wenn die Geschichte von Dead Eye Flint jemals zu Ende erzählt worden wäre. Ja, das stimmt. Weißt du? Wenn die Geschichte wirklich zu Ende gewesen wäre, dann wäre das jetzt irgendwie total cool und man könnte sagen so, ja, man hat voll recht, das ist wirklich so und wir wissen ja, was passiert. So ähnlich wie jetzt Herr der Ringe, weißt du? Herr der Ringe kennt man ja, wie cool das ist und Frodo und Sam ja, retten die Welt. Und wenn man jetzt irgendwie Ringe der Macht guckt und so weiter, weiß man ja, wohin das irgendwann führt. Oder wenn man schon der Hobbit davor geguckt hat, hat man ja auch schon die Verbindung. Ne? Man erkennt Sachen, man kann irgendwie so Sachen zustimmen und so ein bisschen Foreshadowing erkennt man auch besser. Und hier ist es so, naja, ganz können wir da nicht mitgehen. So, weil es einfach kein Ende gibt. Ja. Na, ich sag mal so, das Spiel ist ja noch lange nicht vorbei. Ja. Stimmt. Aber Dead Eye Flint ist auch ein bisschen klein noch. Das stimmt. Egal. So, ich sag mal, die Folge ist vorbei. Wenn es nur sowas wie Zeitsprünge in Erzählungen gäbe, wenn das mal jemand erfinden könnte. Aber echt. Das
Wir machen jetzt auf jeden Fall einen Zeitsprung in die nächste Woche. Und dann könnt ihr euch nämlich die nächste Folge gleich angucken. Bis dahin sagen wir erstmal Dankeschön. Danke fürs Zusehen, danke fürs Kommentieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und natürlich fürs Liken und Abonnieren und Glocke drückieren. Und dann, ja, habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.